Mit ihrer Forderung nach höheren Rüstungsausgaben hat die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nicht nur den Koalitionspartner SPD aufgebracht. Mit scharfer Kritik reagiert neben den Grünen auch die Linke. Ihre Vize-Fraktionschefin Dadelen warnte wörtlich vor einem brandgefährlichen Waffenwahn. Kramp-Karrenbauer wolle auf Biegen und Brechen das 2%-Ziel der NATO umsetzen. Zustimmung signalisierten dagegen Vertreter von AfD und FDP. Kaum im neuen Amt eckt die Verteidigungsministerin beim Koalitionspartner SPD an. Sie fordert wie ihre Vorgängerin mehr Geld. 2014 beim Gipfel in Wales hatten sich alle NATO-Staaten, auch Deutschland, festgelegt, die jährlichen Verteidigungsausgaben sollen in Richtung 2% der Wirtschaftsleistung steigen, und zwar bis 2024. Diesen Weg müsse man gehen, sagt Kramp-Karrenbauer, die SPD verärgert. Da wird kein vernünftiges Projekt an der SPD scheitern. Aber das, worum es geht, wenn wir den Verteidigungsetat mal eben verdoppeln, das ist ein Hinterherrennen hinter Herrn Trump. Das ist mit der SPD nicht zu machen. Moderate Erhöhung ja, Verantwortung für die Soldatinnen und Soldaten ja. Aber Herrn Trump müssen wir keinen Gefallen tun. Das Verteidigungsbudget ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, das 2%-Ziel jedoch weit entfernt. In der Finanzplanung für die kommenden Jahre ist der Anteil sogar rückläufig. Und so weist die Union prompt die Kritik der SPD zurück. Ich kann die Argumente nicht nachvollziehen. Es war der SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der das 2%-Ziel im September 2014 beim Wales-Gipfel der NATO zugesagt hat. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen festgelegt, dass wir uns an unsere Zusagen halten. Und deshalb ist diese Kritik doch ein Stück weit unerträglich. Kramp-Karrenbauer hat eine alte Diskussion neu angestoßen. Im Herbst wird über den Haushalt verhandelt. Der Kampf um das Budget ist das eine, doch Geld allein löst die Probleme der Bundeswehr nicht. Damit mehr Gerät einsatzbereit ist und mehr Soldaten besser ausgestattet sind, muss das komplexe, oft bürokratische Beschaffungswesen schneller werden. Hier wartet auf die Ministerin womöglich die noch viel härtere Aufgabe.